Hier unten steht es. Ruf Golden Freddy. Ihr wisst es, es kostet 500 Energie. Ich werde jetzt draufdrücken. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Okay. Okay, ich habe ihn gerufen. Kann ich... Oh, da ist er im Gang. Ich kann ihn sehen. Oh mein Gott. Hey Freunde, damit herzlich willkommen zurück bei eurem Schulfan und herzlich willkommen zurück bei Creepy Nights at Freddy's. Ich habe viele schöne Kommentare von euch erhalten. Und zwar haben viele Leute geschrieben, ich soll doch endlich mal Golden Freddy rufen. Diejenigen von euch, die sich vielleicht erinnern, in der Animatronics Night haben wir die Möglichkeit, wenn wir Freddy kontrollieren, auf Call Golden Freddy zu drücken. Heißt, wir holen uns Golden Freddy als Hilfe dazu. Das Ganze kostet uns 500 Energiepunkte. Aber wenn Golden Freddy richtig abgeht, Freunde, ich glaube... dann knallt's richtig rein. Deswegen werden wir das heute in dieser Folge auf jeden Fall mal testen, was genau passiert, wenn wir Golden Freddy rufen und was der Boy da so anrichtet. Deswegen lasst ihr auf jeden Fall wie immer einen Daumen nach oben auf dem Video da, drückt auf Abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wir nähern uns weiterhin den 100.000 Abonnenten mit Riesenschritten. Und wenn ihr richtig aktiv seid, schaffen wir es schon diese Woche. Das wäre hoho, wow. Und hier sind wir jetzt wieder zurück in der Animatronics Night. Ich habe mal den mittleren Schwierigkeitsgrad gewählt, einfach weil sich da die Energie ja viel schneller auflädt. Ah, ihr habt das ja wahrscheinlich mittlerweile mitbekommen, desto höher der Schwierigkeitsgrad wird, desto langsamer lädt sich die Energie auf. Macht ja auch Sinn, sonst sind wir einfach viel zu krass. Jedenfalls werden wir das Ganze jetzt so machen. Ich werde die Animatronics einfach normal steuern. Nur Freddy, ich muss mal gucken. Freddy sammelt, glaube ich, hier oben sogar fast noch am schnellsten Energie. Ihr kriegt ungefähr 3 Punkte pro Sekunde. Das ist eigentlich ziemlich nice. Ich glaube, an einem anderen Ort kriegt er nicht mehr. Deswegen werden wir alle Animatronics einfach ganz normal spielen, so wie wir es immer machen. Und Golden Freddy lassen wir hier oben stehen. Und irgendwann... nein, was habe ich gerade gesagt? Ich habe Golden Freddy gesagt, oder? Fuck, warum bist du so dumm? Ich meine natürlich, wir lassen Freddy auf der Bühne stehen und rufen dann irgendwann Golden Freddy. Das wollte ich. Das hier... der Satz war korrekt, ja. Okay, dann fangen wir mal an. Wir schicken erstmal Bonnie los. Wir schicken Chica los. Let's go. Und wir können auch schon Foxy aktivieren. Ja, alles klar. Und wir warten weiterhin bei Freddy. Okay, die Energie generiert sich wirklich langsam. Oh Mann, guck mal Foxy an. Ey, was? Alter, was ist denn mit Foxy los? Junge, guck mal. Ey, warte mal. Rennt das Vieh jetzt direkt? Ey, guck mal, Foxy ist bis ganz vorne hingegangen. Was stimmt mit dem Vieh nicht, Freunde? Ich sag's euch, Leute, die haben Foxy, also definitiv, da, also nein, irgendwas stimmt nicht mit dem. Oh, guck mal, rennt schon los. Let's go. Aber die Tür, Purple Guy hat natürlich direkt reagiert, die Tür ist zu. Okay, und wir haben es gesehen, Foxy hat sich zurück teleportiert. Alles klar. Okay, wir lassen mal Chica in die Küche gehen und Bonnie geht mal in den Supply Closet. Okay, und bei Freddy, wir haben jetzt über 300 Energie. Bis 500 wird es noch eine Weile dauern. Aber Foxy können wir gleich dafür schon wieder aktivieren. Foxy gönnt sich auf jeden Fall richtig auf der mittleren Schwierigkeitsstufe. Also, keine Ahnung. Ich glaube, Foxy sammelt mit Abstand am schnellsten Energie. Teilweise 5 Punkte pro Sekunde. Das ist richtig krass. Aber was uns ja nur interessiert, ist der Button hier unten. Call Golden Freddy. Ich frage mich wirklich, was passiert, wenn wir Golden Freddy rufen. Ich fände es echt cool, erstens, wenn wir ihn sehen würden und zweitens, wenn wir dann auch Golden Freddy vielleicht kontrollieren können. Oder vielleicht nicht kontrollieren können, aber dass wir vielleicht aus der Sicht von Golden Freddy gucken können. Dass wir so sehen, wenn er sich so rumteleportiert und was dann so passiert. Fände ich auf jeden Fall richtig cool, wenn das gehen würde. Deswegen will ich eigentlich auch, bevor wir Golden Freddy rufen, will ich eigentlich Chica und Bonnie unten in den Gängen platzieren. Weil dann können wir durch die Gänge hochgucken und vielleicht sehen wir ihn dann auf jeden Fall. Deswegen, wir platzieren jetzt Bonnie und Chica schon mal in den Gängen, damit die auf jeden Fall auf Position sind. Weil wir haben jetzt auf jeden Fall auf Golden Freddy genügend Energie. Ah, ich habe schon wieder Golden Freddy gesagt. Ich meine natürlich, wir haben jetzt auf Freddy genügend Energie, um Golden Freddy zu rufen. Wir warten jetzt nur noch, bis Chica und Bonnie in Position sind. Foxy greift gleich auch schon wieder an. Jo, also der Fuchs gönnt sich richtig. Der geht auf jeden Fall richtig am Stock, Leute. Holy shit. Okay, Chica ist gleich auch unten im Gang. Dann können wir eigentlich auf den Golden Freddy... oh, guck mal, Alter! Okay, die Tür ist direkt zu. Foxy steht davor, klopft so ein bisschen an und direkt wegteleportiert. Okay, Chica steht jetzt gleich auch an Ort und Stelle, Leute. Und dann werden wir Golden Freddy rufen. Ich frage mich wirklich, was passiert, wenn wir auf diesen Knopf drücken. Okay, Chica ist in Position. Ich gehe jetzt auf Freddy, Leute. Hier unten steht es. Ruf Golden Freddy. Ihr wisst es kostet 500 Energie. Ich werde jetzt draufdrücken. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Okay. Okay, ich habe ihn gerufen. Kann ich... oh, da ist er im Gang. Ich kann ihn sehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Es hat funktioniert. Leute, wir haben den Purple Guy mit Golden Freddy besiegt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber Golden Freddy war da so im Gang und er hat kurz so gezuckt so. Ungefähr so hat er sich bewegt und ich glaube, in dem Moment hat er Golden Freddy Purple Guy so angeguckt und so... ey, ich fick dich. Dann hat er ihn übel gejumpscannt und wir haben gewonnen.
Das ist unser erster Win mit Golden Freddy. Das war auf jeden Fall richtig geil. Leute, und ich würde sagen, da wir jetzt gesehen haben, dass Golden Freddy eine ziemlich effektive Type ist, würde ich sagen, wir versuchen jetzt nochmal den Hard Mode. Ihr erinnert euch bestimmt, den harten Modus in der Animatronics Night. Wir haben ihn schon mal versucht und nicht geschafft, weil es ist echt schwierig. Aber ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt einfach nochmal. Dieses Mal aber mit Golden Freddy im Schlepptau. Ho, ho. Jetzt hat der Purple Guy nichts mehr zu lachen. Der Spaß ist jetzt vorbei. Freunde, zurück Animatronics Night, harter Modus. Ich werde jetzt einfach genau die gleiche Taktik machen, wie ich sie gerade eben gemacht habe. Wir lassen einfach Freddy hier oben stehen. Der sammelt fleißig Energie. Okay, hier dauert es wirklich eine Ecke länger als im mittleren Modus, aber das ist okay. Ansonsten werden wir einfach Chica Bonnie ganz normal bedienen, Foxy natürlich auch, damit die schon mal den Purple Guy ein bisschen zusetzen, ne? Damit er da drinnen schon denkt, oh, was wollen die von mir? Und irgendwann rufen wir dann Golden Freddy auf den Plan, ne? Wie gesagt, 500 Energie böllern wir einfach raus und dann erledigt Golden Freddy den Rest. Genau das ist der Plan für diese Nacht. Und vielleicht haben wir es dann auch noch geschafft, den harten Modus zu besiegen, Leute. Und wisst ihr, was dann erstmal Sache ist? Dann fehlt uns nur noch die eine Challenge in der Custom Night. Und dann haben wir eigentlich alles in dem Spiel geschafft, was man schaffen kann. Ich meine, wir können dann natürlich noch die Custom Night alles auf die höchste Stufe machen und so. Das können wir noch machen. Aber ansonsten haben wir dann eigentlich erstmal alles geschafft, was der Entwickler uns zur Verfügung gestellt hat. Das wäre auf jeden Fall schon mal ziemlich nice, Leute. Aber wir aktivieren jetzt erstmal Chica, wir aktivieren erstmal Bonnie und gut, bei Foxy dauert es wahrscheinlich noch 10 Jahre. Also Foxy sammelt definitiv am langsamsten Energie in der harten Nacht. Mit Abstand. Ich meine, guck dir das an. Das, was? Hä? Aber auch Freddy sammelt echt langsam Energie. Nicht ganz so langsam wie Foxy, aber auch das dauert echt lang. Ich meine, wir sind jetzt gleich erst bei 200. Aber wie gesagt, es ist ja nicht so schlimm. Wenn unser Plan aufgeht, dann macht Golden Freddy ja direkt den Purple Guy zu Ende. Boah, das war richtig gutes Deutsch. Macht den Purple Guy direkt zu Ende. Ey, Junge, ich mach dich voll zu Ende. Ich mach dich Messer. So wird Golden Freddy dann auf jeden Fall mit Purple Guy reden. Also da ist dann definitiv der Zug abgefahren. Ja, das kann man ruhig so sagen. Okay, Foxy hat jetzt erst... Alter, Foxy dauert echt übel lang. Obwohl, warte mal. Wird das schneller? Ey, manchmal kriegt er mehr Punkte dazu. Ganz komisch. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Okay, Bonnie können wir jetzt schon mal losschicken zum Supply Closet. Bei Chica dauert es noch kurz. Mit unserer Common Energy sind wir jetzt bei Freddy, aber schon mal bei fast 400. Es dauert also da jetzt nicht mehr ganz so lange. Dann können wir Golden Freddy schon mal rufen. Aber ich will ja erst Bonnie und Chica in Position machen. Ich meine, ich will ja auch sehen, was Golden Freddy da macht. Muss den ja überwachen. Nicht, dass der sich verpisst. Das ist nicht Sinn der Sache. Ich meine, ich bezahle 500 Energie. Dafür will ich auch was haben. So, Chica schicken wir dann jetzt schon mal in die Küche rein. Und von dort aus geht es dann natürlich gleich weiter in die Halle. Okay, Bonnie braucht 100 Energie, um in den Gang zu gehen. Chica wird gleich auch 100 brauchen, aber Chica muss es erstmal in die Küche schaffen. Aber dafür ist Foxy gleich soweit. Das ist schon mal sehr gut. Und wir hätten jetzt bei Freddy schon genügend Energie, um Golden Freddy zu rufen, Leute. Aber wie gesagt, ich will erst die Animatronics hier auf Position haben, halt Bonnie und Chica. Ich gebe jetzt einfach mal ein bisschen Common Energy aus, um die schon mal in die Halle reinzukriegen, also in die Flure reinzukriegen. Weil Freddy hat jetzt eigentlich schon genügend Energie. Guck mal, Freddy selber hat über 400. Wir haben noch 90 Common Energy, das reicht easy. Golden Freddy zu rufen. Deswegen, wir positionieren die beiden jetzt hier unten und dann kommt Golden Freddy und ey, wenn das jetzt nochmal klappt, Leute, ho, dann kann ich auf jeden Fall sagen, dass Golden Freddy ab sofort meine neue Lieblings-Animatronic ist. Ich werde jetzt auch einfach mal Foxy nicht aktivieren, nicht, dass Foxy auf einmal losrennt und vielleicht den Purple Guy jumpscared, das will ich nicht. Ich will, dass es Golden Freddy macht. Golden Freddy muss den tödlichen Schlag ausführen. So, Chica ist jetzt auch auf Position. Warte kurz. Ja, Chica. Okay, Freunde. Auf zu Akt Nummer 2. Wir werden jetzt nochmal Golden Freddy rufen. Kostet uns natürlich wieder 500 Energie. Mal sehen, ob es nochmal funktioniert. Let's go. Okay, er ist... Wo ist... Er ist wieder hier unten. Wieder. Oh, es hat nicht funktioniert. Warum hat es nicht funktioniert? Golden Freddy hat sich einfach wegteleportiert. Aber jetzt ist er da. Er ist da. Warte mal. Jetzt ist er bei Bonnie im Gang. Warte mal, er teleportiert sich als näher. Ist er im Büro? Ist er im Büro? Ich kann es nicht sehen. Was macht der Purple Guy? Warte mal, ich schicke mal Foxy los. Warte mal, kann ich von hier irgendwas? Wo ist er? Ist er im Büro drinne? Hat's geklappt? Also Freunde, ich glaube, es hat nicht geklappt, weil ansonsten wäre der Jumpscare, glaube ich, schon längst da gewesen. Aber habt's gesehen, ey. Golden Freddy hat sich hier so langsam runter teleportiert. Aber ich schätze mal, der Purple Guy war natürlich schlau. Hat runter auf den Boden geguckt, damit er nicht zerlegt wird. Anders kann ich mir das nicht erklären. Wir sammeln gerade natürlich fleißig weiter Energie. Wir starten auf jeden Fall noch einen Angriff. Ich lasse es nicht auf mir sitzen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, nochmal 500 Energie anzusparen, aber es sollte möglich sein. Aber ich fand es mega krass, wie sich Golden Freddy hier runter teleportiert hat. Man hat richtig gesehen, wie er so arbeitet. Ich schätze mal, jedes Mal, wenn der Purple Guy so kurz weggeguckt hat, hat er sich ein Stück näher teleportiert und näher und näher und näher
Und irgendwann ist er in deinem Zimmer. Genauso hat Golden Freddy sich das gedacht. Leider hat es nicht funktioniert. Kann auch nicht immer alles klappen, ne? Aber wie gesagt, wir probieren es gleich nochmal. Wir sind jetzt gleich schon wieder bei 400 Energie, Leute. Also denke ich mal, dass wir auf jeden Fall noch eine zweite Chance kriegen, um Golden Freddy in Aktion zu sehen. Beziehungsweise ist es schon die dritte Chance. Und wenn wir Glück haben, reicht das ja dann schon. Guck mal, schon 440 Energie. Foxy wird gleich auch nochmal angreifen. Vielleicht können wir das ja kombinieren. Foxy und Golden Freddy vereint im Tag-Team. Vielleicht reicht das ja dann, um den Purple Guy zu besiegen. Mann, weiß es nicht. Wir werden sehen. Okay, Leute, wir haben jetzt gleich genügend Energie. Es dauert nicht mehr lange. Foxy wird auch gleich angreifen. Vielleicht können wir das wirklich im Timing vereinen. Okay, wir haben Golden Freddy. Let's go. Okay, er ist erst bei Chica wieder im Gang. Er hat sich teleportiert. Jetzt ist er hier. Okay, komm schon, Foxy. Jetzt muss Foxy angreifen. Er ist weg. Wo ist er? Ah, er ist hier drüben. Er ist hier unten. Seht ihr das? Da ist er. Jetzt ist er. Wo ist er? Ist er drin? Ist er? Wo ist er hin? Er ist drin! Da ist er! Ist er drin? Was macht er? Hä, funktioniert das oder nicht? Ich glaube, es klappt nicht, Freunde. Oh, ich glaube, es klappt nicht. Okay, Leute, ich glaube, der Angriff von Golden Freddy hat nicht funktioniert. Es sah mega krass aus. Er war auch kurz im Büro drin, aber ich schätze mal, der Purple Guy hat gut geschaltet. Wäre halt mega praktisch gewesen, wenn dann auch Foxy im richtigen Moment angegriffen hätte. Dann hätte es vielleicht funktioniert, wenn die beiden so im Team gearbeitet hätten. Dabei ist es natürlich schwierig, Golden Freddy mit Foxy zu timen. Weil Golden Freddy bewegt sich ja so ein bisschen random. Dem ist ja scheißegal, was wir machen. Aber ich werde jetzt nochmal kurz warten, bis Foxy angreift und werde dann Chica zum Büro schicken. Vielleicht reicht das ja, um den Purple Guy auch im harten Modus zu besiegen. Ich meine, Foxy sollte jetzt langsam wirklich mal losrennen. Foxy, willst du dich nicht mal bewegen? Foxy? Bitte? Ich warte. Also Foxy hat scheinbar gar keinen Bock heute. Sobald Foxy aber losrennt, gehen wir auf Chica und aktivieren Chica. Vielleicht reicht es, um ihn dann zu erwischen. Ich hoffe, die Uhr springt jetzt nicht gleich um. Foxy braucht gerade wirklich ultra lange. Was ist denn hier los schon wieder? Foxy hat einfach gar keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Ey, wenn jetzt die Uhr umspringt, ne? Dann bin ich richtig angepisst. Aber wir haben gleich genügend Energie, um Ignore Camera zu machen. Okay, Ignore Camera und Angriff. Warte. Angriff? Ja, Alter, okay. Oh, nee, hat nicht funktioniert. Lol. Das war ja der langsamste Angriff aller Zeiten von Chica. Okay, schaffe ich es vielleicht, Golden Freddy nochmal zu rufen? Nee, ich glaube, das schaffen wir nicht nochmal. Also ich glaube, dafür haben wir wirklich keine Zeit mehr. Ich meine, kann sein, dass es vielleicht reichen wird. Ich weiß es nicht. Weil wir haben nochmal 300 Energie und die Common Energy. Vielleicht haben wir ja das Glück und die Gunst der Stunde. Man weiß es nicht. Ich warte jetzt einfach mal, Freunde. Entweder können wir Golden Freddy nochmal rufen oder die Zeit springt gleich auf 6 Uhr. Und wir haben es mal wieder nicht geschafft. Oh, ich bin so traurig. Ja, alles klar. Die Uhr springt um auf 6 Uhr, kurz nachdem ich es gesagt habe, Leute. Wir haben es nicht geschafft. Also Leute, ihr habt es gesehen. Golden Freddy ist auf jeden Fall ziemlich effektiv. Ich schätze mal, wenn er es einmal reinschafft und der Purple Guy im falschen Moment hochguckt, dann ist vorbei. Ihr habt es gesehen, im mittleren Modus hat es auf jeden Fall funktioniert. Ich denke mal, wir kriegen es auch noch hin, dass wir es im harten Modus schaffen. Golden Freddy ist auf jeden Fall ein starker Verbündeter, den wir nutzen werden in Zukunft. Auf jeden Fall öfter nutzen werden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Freunde. Wir haben ja einmal Golden Freddy volles Rohr in Aktion erlebt und er hat richtig zugesetzt, den Purple Guy. Er hat ihn einfach fertig gemacht. Deswegen hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Vergesst nicht, das Video zu bewerten. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Boah, da habe ich gerade irgendwie undeutlich gesprochen. Ey, Frosch im Mund oder was? Die 100.000 Abonnenten sind fast erreicht, Leute. Deswegen unterstützt das Ganze. Lasst ein Abo da. Wir sehen uns natürlich im nächsten Video hier auf dem Kanal wieder. Euer Chulver verabschiedet sich. Macht's gut, Leute. Und bis dahin.